Seid willkommen, Schwestern und Brüder im Geiste. Jünger der himmlischen Tabakspfeife, ich grüße euch. Heute will ich zu euch über ein mannagleiches Tabakkraut sprechen. Geschaffen und geformt von den kundigen Meisterhänden der redlichen Mischungskünstler von DTM zu Lauenburg an der Elbe. Wie es sich für ein himmlisches Kraut geziemt, gaben ihm seine lauteren Väter einen edlen Namen. Sie benannten ihn nach dem heiligen Bernhard. Es ist dies ein rechtes Werk für die Verehrer des Presstabakes, in der häufigsten Sprache auf des Herrn Welt auch Flagge genannt. Öffnet ihr nun dies gülden Behältnis, so strömt euch entgegen des frisch gemachten Heues Duft, geschnitten von des Landmanns kundiger Hand, von goldbrauner Farbe, das Auge erfreuend, sind die Tabaker aus dem fernen Virginia. Vermischt mit himmlisch köstlichen Perike, entstammend den Schollen des gottesfürchtigen Louisiana. Der Geschmack aber, Schwestern und Brüder, wird euch Lob preisen lassen, solch Wunderwerk der Natur. Von rechter Kraft und wohl dosierter Stärke kommt dies Kraut daher, doch immer, immer bekömmlich der Zunge und dem Magen. Die Reife der Virginia, geweckt von der Sonne purer Kraft, die sanfte Spritzigkeit des Perique, geschaffen von der meisterkundiger Hand, gemischt zu sanfter Süße. Das alles ergibt ein Werk, das sich des heiligen Namens wahrhaft würdig erweist. So ihr denn dieses Kunstwerk erfühlen, erschmecken, wahrhaft genießen wollt, wendet euch voller Gottvertrauen an das bekannte Kaufmannsgeschäft Dahnpiepe, wo man euch dieses Kleinod des Tabakes für 9 Taler der europäischen Währung überlassen wird. Dies, Schwestern und Brüder, wollte ich euch kundtun und berichten. Seid für eure Aufmerksamkeit bedankt und gehabt euch wohl, bis wir uns wiedersehen.